merkwürdig. Ich hatte es fast vergessen. Ich bin vollständig. Seid ihr wirklich ein grauer Wächter? Ich würde sagen, man muss ein Aschkari sein, um ein einzelnes Schwert in einem vom Krieg überzogenen Land zu finden. Wenn ich wüsste, wie, würde ich euch dafür danken. Und ich könnte dem Arishok eine wesentlich zufriedenstellendere Antwort auf seine Frage geben, wenn die Verderbnis beendet wäre. Meint ihr nicht auch? Dann geht voran. Kann ich euch irgendwie helfen? Oh, könnte interessant werden. Worüber wollt ihr reden? Das ist ein heikles Thema, werte Dame. Wollt ihr darin wirklich eintauchen? Wie ihr wünscht. Ich möchte vorausschicken, dass es in der Tat einiges zu erzählen gibt. Und zwar nicht nur von Frauen. Findet ihr das anstößig? Möglich. Das überlasse ich ganz euch. Ich wuchs in einem Bordell auf, meine Liebe. Guter Sex ist eine Frage der Technik. Und das ist meine einzige Richtschnur. Ziehe ich Frauen vor? Ja. Ich denke schon, aber die Krähen verlangen von ihren Rekruten eine gewisse Aufgeschlossenheit. Und das aus gutem Grund. Ich habe einen neuen Weg eingeschlagen und bin gespannt, wohin er mich führt. Ich habe bereits viele neue Erfahrungen gemacht. An meiner Vergangenheit kann ich nichts ändern. Ich bereue viel, aber sicher nicht, dass ich mit Männern und Frauen das Lager geteilt habe. Und wenn ihr damit nicht zurechtkommt, nun, es ist gut, dass wir das jetzt beide wissen. Dann seid ihr offener als die meisten anderen. Ah, genug von der Vergangenheit. Wichtig ist, was vor uns liegt. Stimmt's? Was ist euer Begehr? Schon wieder? Ich bin bereit. Oh? Muss denn in eurem Zelt etwas gemeuchelt werden? Das ist nämlich mein Spezialgebiet, heißt es. Ein verlockendes Angebot. Noch dazu von so einer schönen Frau. Falls wir beide dasselbe meinen. Und ich dachte, es hätte etwas mit den grauen Wächtern zu tun. Naja, auch gut. Seht ihr? Ich wusste, dass das irgendwann geschehen würde. Ich hätte euch in dem Moment warnen sollen, als ihr mich nicht getötet habt. Es war unvermeidbar. In der Tat. An der Grenze von Antiva hingen Warnungen vor mir aus. Ach, die guten alten Zeiten.
Also, wie schon die Priesterin bekanntermaßen zu dem gut aussehenden Schauspieler sagte. Was jetzt? Dann will ich es einfach für euch machen, mein grauer Wächter. Was jetzt kommt, liegt ganz in eurer Hand. Ich wurde dazu erzogen, dem Vergnügen nachzugehen, wo immer es sich bietet, denn das tut es nicht sehr oft. Ich werde von euch nichts verlangen, was ihr nicht zu geben bereit seid. Ich wurde von einer Hure geboren und als Meuchelmörder aufgezogen. Mein Leben drehte sich immer um Vergnügen und Tod. Wo sollte da die Liebe einen Platz finden? Jedenfalls sollten wir uns auf den Weg machen. Ein neuer Tag erwartet uns. So heißt es zumindest. Seid ihr außer im Turm des Zirkels schon auf viele Abscheulichkeiten gestoßen? Ah ja, Connor, natürlich. Als ich zum ersten Mal eine Abscheulichkeit sah, erstarrte mein Blut zu Eis. Ich hatte danach monatelang Albträume. Am meisten verängstigt hat mich der Umstand, wie leicht ich einer von ihnen werden könnte. Ein Fehler. Ein kleiner Fehler nur. Und alles, was euch ausmacht, ist einfach fort. Ersetzt. Durch Wahnsinn. Und es gibt kein Zurück. Zumindest behaupten sie das. Seit kurzem frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Abscheulichkeit zu heilen. Oder ob ein Magier besessen sein kann, ohne seinen Verstand zu verlieren, seine Menschlichkeit. Weil jeder Magier mit dieser Bedrohung leben muss. Wir denken ständig daran. Aber macht euch darüber keine Gedanken, da spricht nur eine alte Frau ihre Grübeleien laut aus.